Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, herzliche Grüße und einen wunderschönen guten Tag, liebe Webinar-Teilnehmer, zum heutigen JFD-Devisen-Radar am Mittwoch, 29. Januar, und der Brexit rückt näher und näher. Kurzes Feedback wieder. Ist der Ton zu hören, Bild zu sehen? Wolfgang, Grüße an der Stelle auch für dich, Horst. Wolfgang Nummer 2, auch yes, sehen und hören. Und auch Wolfgang Nummer 1, so will ich es mal deklarieren. Alles da, Matthias, wow, jawohl, alles wunderbar. Super, dann wollen wir doch direkt keine Zeit verlieren. So, jetzt haben wir es. Ja, danke für das zahlreiche Feedback, dass Bild und Ton da sind. Wir sozusagen heute hier am Nachmittag vor dem Monatsabschluss, in Anführungszeichen, zum Wochenausklang. Jetzt haben wir Wochenmitte, bis Freitag dauert es noch 2 Tage, aber dennoch hier am 29.01. Neigt sich der Januar ja bald dem Ende zu, und ja, er hat schon hier und da seine Spuren hinterlassen, und zudem natürlich der Brexit das Thema schlechthin ist, beziehungsweise eben die Umsetzung. Ich hatte es heute Morgen auch schon beim Devisenradar Livestream angesprochen zum Euro-US-Dollar und britisch Pfund US-Dollar, dass das hier auf jeden Fall eine spannende Zeit mit sich bringt, ja. Die Ruhe vor dem Sturm beim Pfund, wir wissen es alle nicht, aber es dürfte letztlich sehr, sehr spannend werden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute dabei seid, und wir werden heute wieder auch einen kleinen Mix machen. Ich freue mich, dass Bernd auch heute wieder mal zu Gast ist, um so ein Stück weit auch wieder den Input zu liefern. Wir hatten hier unlängst, und da auch ein kleiner Hinweis, bei dem Livestream, wo vielmehr nicht Livestream, sondern vielmehr hier im Streampost, wo ich gestern schon auf die Webinare hinwies, im Rahmen der Kommentarfunktion auch entsprechend das Bild reingestellt bezüglich der Seasonal Setups, und da wird heute auch Bernd das ein oder andere Setup sicherlich aufgreifen, was er hier im Rahmen dieser, ich sag's mal, Kristallkugel-Vorschau, so kann man das immer nennen, analysieren wird. Ich werde auch wieder quer durchs Währungsuniversum gehen, aber es ist natürlich immer wieder eine nette Zusatzoption, um hier mit charttechnischen Setups in Einklang zu gehen. Da werde ich auch nochmal auf das eine oder andere Paar reingehen, wo ich unlängst ausgestoppt wurde, schrägstrich noch dabei bin. Ich denke, das ist natürlich auch für jeden von euch von Interesse, wie das eben hier entsprechend auch umgesetzt wird, wenn man das ein oder andere Signal triggert. Und neben dem Trade Miner, den wir gerade gesehen haben, möchte ich euch auch nochmal den Seasonal Bull zeigen, der in einer gewissen Art und Weise die deutsche Variante des Trade Miners ist. Sprich, wir haben hier ergo auch die Möglichkeiten, saisonale Setups zu filtern im Rahmen von Multi-Asset, also verschiedene Anlagenklassen. Hier im Devisenradar und Schwerpunkt bei mir ist natürlich der Forex-Handel, aber ihr habt ja auch die Möglichkeit, mit Indizes und eben diversen Aktien auf Tuchfühlung zu gehen. Und das Ganze, liebe Leute, könnt ihr am Ende des Tages natürlich aus einer Plattform heraus handeln. Mehr als 1500 Instrumente, 8 Anlageklassen gibt es bei JFD. Aber das solltet ihr ja eh schon wissen, wenn ihr hier dabei seid. Ich sehe auch einiges im Chat gerade. Wer das Devisenradar zum Beispiel noch nicht kennt, den Livestream, den wir auch immer hier auf dem Godmode Trader darstellen, hier oben zum Beispiel auch zu sehen, Godmode TV, da startet das Ganze mal kurz nach 9:30 Uhr, und das Gleiche natürlich auf unserem YouTube-Channel. JFD Bank könnt ihr das live verfolgen, ansonsten wird das natürlich von mir immer geshared, beziehungsweise hier auch immer nochmal in die Boxen gestellt. So seid ihr immer am Laufenden, beziehungsweise hier im Livestream, nicht Livestream, muss ich immer aufpassen, im Stream, wo wir hier die Postings starten, könnt ihr natürlich auch immer wieder gerne in die Interaktion gehen. Ja, wir hatten ja auch unlängst immer schon wieder mal ein paar mehr Kommentare, ein bisschen Austausch. Bernd ist hier sehr aktiv, vielen Dank nochmal an der Stelle, und das ist natürlich genau wichtig, dass man sich hier auch mit dem Medium, ich sag's mal, so eine Art Social Plattform für Trader, Börsianer und Chartisten austauscht, weil ihr eben hier ganz simpel die Charts auch scheren könnt. Nun denn, der Seasonal Bull spuckt jetzt nicht ganz so viele Setups aus, deswegen hier nochmal kurz der Blick drauf. Wir haben hier bullisches Szenarium beim Silber und gut auch exotischere Währungspaare wie der US-Dollar gegen den mexikanischen Pesos oder Euro gegen südafrikanischer Rand. Das ist jetzt nichts unbedingt, wo man handeln muss, aber den finde ich sehr spannend. Euro-Schweizer Franken, der ist übrigens ja schon seit einiger Zeit unter Druck, und das hatten wir auch hier zuletzt beim Devisenradar zum Beispiel auch hier beleuchtet. Eben ziemlich genau vor 5 Tagen im Radar Euro-Schweizer Franken schon wieder mit dem fallenden Bias auch gesegnet, und es war relativ gut zu skizzieren. Habe ich allerdings auch nicht getradet, das Gerät, sondern vielmehr erstmal beobachtet, was der so treibt. Wolfgang, britisch Pfund Yen, schauen wir uns gern an.
Ist auf dem Währungspaar, was ich sehr, sehr gerne im Fokus habe. Jürgen, auch interessante Frage. Wie gesagt, nutzt den Chat auch gern hier zur Interaktion, liebe Teilnehmer. Hier gibt es keine falschen Fragen. Jeder ist willkommen, jede Frage willkommen. Und wer sogar mit Mikro einsteigen will, also hier mit Headset am Start ist, auch bitte sehr gern einfach die Funktion nutzen. Bin ich völlig schmerzfrei. Bernd wird sich nachher, wie gesagt, auch dazu schalten. Ihm gebe ich dann sogar den Bildschirm. Die Frage aber, die jetzt hier aufkam von Jürgen: Welches Währungspaar ist denn für Anfänger geeignet? Das ist eine interessante Frage. Wenn der ein oder andere da eine Idee hat, bitte gern in den Chat auch posten. Jürgen, die Frage beantworte ich dir liebend gern. Um eben auch hier dann so ein Stück weit eben in die Grundsätzlichkeit reinzugehen, wie man den Markt auch betrachten sollte. Faktisch sollte man sich nicht in ein Underlying verlieben. Also, das soll konkret heißen, keinesfalls nur einen Markt handeln. Ich weiß, der DAX ist des Anlegers Liebling und jeder will den DAX handeln, jeder kennt den DAX, jeder kann damit was anfangen, gerade wenn er sich eben für die Börse interessiert oder insbesondere fürs Trading. Der DAX ist aber sicherlich nicht das einfachste Anlagevehikel oder um diesen DAX zu handeln, sage ich jetzt mal. Dazu ist natürlich auch sehr bekannt Euro-US-Dollar, wenn wir jetzt gerade über den Währungsmarkt sprechen und Euro-US-Dollar. Ich hatte es heute Morgen im Stream, im Livestream jetzt wieder die Sendung und der kommt mir hier sehr, sehr interessant daher. Also das muss ich sagen, ist schon wirklich ein Setup, wie es mir gefällt. Das heißt, in dem Fall kann man auch Euro-US-Dollar gut handeln, aber um die Frage zu beantworten, Jürgen, du darfst ruhig suchen und nicht irgendwie interpretieren. Also das heißt, wenn du an einem Markt klebst, interpretierst du immer Chartsituationen, versuchst, sage ich mal, Möglichkeiten zu finden, wo keine sind. Du solltest vielmehr mit einem klaren Setup auf die Suche gehen und hier sozusagen einen Währungsmarkt durchforsten. Und da sage ich ja auch immer, die Top 28 Währungen. Hier fehlt eine, Bernd, ich weiß es mit dem Augenkneifen, aber hier haben wir zum Beispiel die Top 28 in meinem Stream zu sehen, in dem Fall 27. Aber es ist im Prinzip genau so, dass man die Währungen als solches wie den DAX 30 sehen kann. Das heißt, schaut in die Tiefe und so habt ihr praktisch hier 28 Währungen plus Gold und Silber. Und das ist letztlich das, was ich immer sage. Das heißt, ihr habt hier den globalen Währungsmarkt mit 28 Währungspaaren und eben Gold und Silber, um Trading-Setups und charttechnische Impulse finden zu können. Was dann natürlich hilft, ist sowas wie der Trade Miner, Schrägstrich das Austauschen hier im Stream oder der Forex Bull, der hier sozusagen auch Setup sozusagen skizziert, wie hier zum Beispiel Euro Schweizer Franken mit einem bearischen Setup während der letzten 25 Jahre. Ja, und das hier genau, oder um genau zu sein, für einen Zeitraum von nur 6 Tagen hat sich hier letztlich diese Performance-Kurve erschlossen in den letzten 25 Jahren. Und jetzt hier auch interessant zu wissen, wenn hier so ein Ausrufezeichen dasteht, dann heißt das, das letzte Jahr war ein Verlustjahr. Das sehen wir auch hier. Wie gesagt, die Pips sind relativ, das geht es nur um. Also, eine geringe Pip-Zahl, das muss man sagen. Euro Schweizer Franken ist von der Volatilität her sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist auch wichtig, Jürgen, um da nochmal aufzuspringen. Währungspaare haben ja unterschiedliche Tagusschwankungen. Ja, beim Euro-US-Dollar ist diese so tief wie seit 18 Jahren teilweise nicht mehr. Das heißt, die Intraday-Range ist enorm eng und auch bei einigen anderen Währungspaaren ist die Volatilität stark rückläufig während der letzten Jahre. Hingegen beim Pfund die Volatilität sehr hoch ist, auch beim Gold. Das heißt, du musst auch hier schauen, an welchen Märkten wird denn zurzeit sozusagen die lauteste Musik gespielt? Wo ist denn die Volatilität? Wo sind Bewegungen? Und die brauchen wir letztlich. Und da, wie gesagt, den Tipp, nicht nur auf ein Währungspaar fokussieren, sondern auf die großen 28 Währungspaare. Das sind die 8 Währungen gecrossed und Gold und Silber, da bist du gut dabei. Ansonsten, dann bin ich auch fertig mit diesem Teil. Natürlich fürs Intraday-Trading Euro-US-Dollar sehr geeignet im Rahmen des engen Spreads. Da ist jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, britisch Pfund Austral-Dollar weniger geeignet. Hier sind sogar die Crossways der zweiten Reihe dann. Also hier ist zum Beispiel dann eben, ja, wo haben wir es hier, britisch Pfund Austral-Dollar, britisch Pfund CAD. Das sind Währungen, die haben allein schon einen größeren Intraday-Spread, wo man sagt, da ist die Volatilität auch ein Stück weit ins Verhältnis zu setzen. Aber hier muss man auch sehen, wie ist denn der Spread im Vergleich zur Volatilität, weil was nützt mir ein enger Spread, wenn die Währung sich selbst gar nicht bewegt, wie beispielsweise auch der Euro-Schweizer Franken. Das heißt, hier sind viele Gesichtspunkte, aber um einzusteigen, fokussiere dich nicht nur auf einen Markt, nicht nur auf ein Währungspaar, sondern auf die großen 28-30 und dann bist du dabei. Wir haben ja hier natürlich noch die Kryptos, die sind natürlich sehr schnippig und auch ja mit einem Stück weit Vorsicht zu genießen.
Bitcoin läuft ja aber in einem wunderschönen Kanal und es sieht auch alles sehr bullisch aus. Hin und wieder covere ich auch die Kryptowährung. Da muss man wirklich sagen, also charttechnisch, wenn Sie denn mal auf der Schiene sitzen, dann fahren Sie wirklich gut ab. Und klar, Spikes oder schnelle Impulsbewegungen muss man auch einkalkulieren. Da ist auch die Platzierung eines Stops extrem wichtig, damit man sich hier nicht unglücklich in Schieflage bringt. Aber ich halte die Kryptos auch technisch gesagt sehr, sehr oder für technisch sehr, sehr interessante Instrumente. So, jetzt lasst uns aber mal zum Markt gehen. Wir haben übrigens heute Abend, für alle, die es noch nicht wissen, auch noch ein Live-Event zur FED-Sitzung, denn heute Abend ist ja US-Notenbank. Ja, ich habe es hier im Radar angesprochen. Jetzt kommt es auch darauf an, was eben britisch Pfund und Euro gegenüber dem US-Dollar machen. Und wir sehen jetzt hier aktuell die Option, ich zoome mich mal rein, den Chart, dass wenn die Unterstützung aufgegeben wird, und das hatte ich ja heute thematisiert, hier haben wir auch die Runde nach Hausnummer 1,1000. Wenn das aufgegeben wird, das Level, dann haben wir hier ein Verkaufssignal, was durchaus in Richtung 1,087, 1,085 reichen sollte. Aufgrund der FED-Sitzung heute Abend ist aber spannend, wie die Interpretationen sind. Man darf davon ausgehen, das muss man auch ganz klar sagen, dass in der Eurozone die Zinsen keinesfalls steigen werden. Trotz der ganzen Maßnahmen, die wir hier seit den letzten Jahrzehnt gesehen haben, auch seit der Finanzmarktkrise insbesondere, kämpfen wir hier vielmehr mit einer Deflation. Also es ist tatsächlich kritisch, dass die ganzen Maßnahmen hier nicht greifen und das Anleiheaufkaufprogramm auch in der Eurozone, es sind auch nur Mühlen oder Wasser auf die Mühlen. Das ist alles nicht ganz so gar. Man darf mal gespannt sein, wie es letztlich noch ausgeht. Doch grundsätzlich der Euro hier keinesfalls im Vorteil zum Dollar. Und das lässt sich auch übergeordnet natürlich klar feststellen. Ja, wenn wir uns hier rausscrollen, klar, das Handelsjahr 2017 war sehr bullisch, aber ab 18 ging es wieder per se bergab. Und wenn wir uns hier wieder in den Chart reinzoomen, sind wir hier prozyklisch in dem nächsten Abwärtsimpuls. Und es lässt sich durchaus mutmaßen, dass wir hier weiter nach unten abstürzen. Und die Fed heute Abend, wie gesagt, da haben wir den Livestream. Ich habe es heute irgendwie mit dem Stream. Nein, da haben wir das Live-Webinar hier auf Research Webinar Events. Ich habe es ja auch gestern schon im Stream gepostet hier, beziehungsweise halt, ich werde es heute Abend noch posten nach diesem Webinar, nämlich hier unseren Live-Event zur FED-Sitzung. Heute 19:50 geht's los, 20 Uhr haben wir die Tagung und da wird dann sozusagen ans Eingemachte gegangen. Wobei hier natürlich auch das Index-Trading vom Herrn Scalping sozusagen Andreas Müller im Fokus steht. Aber grundsätzlich ist, wie gesagt, nichts zu erwarten an Sachen Zinsentscheid. Pressekonferenz immer wieder spannend, wie die Nation eingeschätzt wird, sozusagen Ansprache zur Nation. Also das heißt, auf jeden Fall, wer am Abend Zeit hat, hier anmelden zum Webinar, live dabei sein und auch mal schauen, wie Andreas Müller hier den Markt sozusagen heute covert. So, Euro-US-Dollar, wie gesagt, die Kerze ist nicht fertig. Wenn sie so bliebe oder noch länger schwarz nach unten eintaucht und heute wir hier einen negativen Tagesschluss hätten, dann ist ganz klar das Szenario ja, auf Richtung weiter fallender Kurse klar skizziert. Aber eine Umkehr, eine kleine Stabilisierung, einen kleinen Gegenlauf könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und da heute die Fed ist und ein Stück weit jede Marktinterpretation auch etwas münzwurflastig sein kann, bin ich immer der Fan davon zu sagen, hey, wir warten erstmal ab, bis sich der Staub gelegt hat. Und insofern betrachte ich die heutige Kerze ganz nüchtern, weil die ist eh noch nicht fertig. Die wird man heute Abend 21, 22 Uhr dann wahrscheinlich in Vollendung sehen. Entweder hier eine Art Hammerkerze, wie hier am Vortag, das heißt, die Tagestiefs werden wieder gekauft, oder aber wir haben hier nochmal eine richtige Klatsche und dann haben wir dann entsprechend so eine Kerze wie am 13.12. oder eben auch die letzten Tage. Es war eben hier enormer Druck. Neues Verlaufstief, klar unter 1,10 per Daily Close, absolutes Verkaufssignal. Stabilisiert das sich aber, denke ich, kann man hier erstmal die nächsten Tage abwarten, um hier einen schönen Short zu finden. Ich werde das auf jeden Fall im Devisenradar Livestream, jetzt habe ich es wieder richtig erfasst, hier auf jeden Fall dokumentieren, wenn ich hier einen Short starte. Habe ich auf jeden Fall im Auge, beziehungsweise, wie heißt das so schön, den Finger am Abzug. So, wo ich den Finger auch am Abzug hatte, war unlängst, Moment, da gehe ich auf die Crossways, der kanadische Dollar gegenüber japanisch Yen. Der hat mir sehr gut gefallen, den habe ich im Übrigen auch hier gecovert und zwar genau hier. Am 23. hatte ich auch wieder einen Kryptowert, den Litecoin dabei und eben hier die zwei CAD-Pairs, CAD Schweizer Franken und CAD Yen. CAD Schweizer Franken bin ich auch noch investiert, Long Setup. Und hier hatte ich den CAD Yen auch long getradet. Der sah spannend aus vor dem Hintergrund, da sind wir, dass wir genau dieses Setup jetzt hier hatten. Das heißt, wir haben hier einen Aufwärtstrendkanal, wir hatten hier auch ein bullisches Seasonal Setup.
Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, wenn das zusammenläuft, dann hat man hier immer, wie gesagt, einen sehr, sehr schönen Rückenwind. Und schaut euch diese Bewegung hier seit dem Sommertief an. Hervorragender Aufwärtstrendkanal. Jetzt sind wir hier im weiteren Jahresverlauf oder zum Auftakt vielmehr bis zum Januar sehr schön nach oben gelaufen, bis in die Mitte dieses, sage ich mal, Trendkanals. Und dann gab es jetzt eben zuletzt diese grobe oder auch sehr massive Schwäche bei den Yen-Pairs. Und hier, wie gesagt, hatte ich den auch gecovert, den Cut-Yen speziell auch. Und das Spannende an der Situation, dass wir hier an der Trendlinie, an dem kleidenden Durchschnitt, über der Unterstützung hier von rund 83 Yen waren. Und das war einfach in Summe oder vielmehr bot sich in Summe als ganz klassisches, hervorragendes Setup an, wo ich sage, ja, da darf man auch ruhig mal den Abzug ziehen. Und dieses Setup hatte ich auch hier im Seasonal Bull, beziehungsweise da muss ich jetzt mal auf die Übersicht gehen, nämlich dargestellt, dass wir hier auch ein bullisches Setup sozusagen unter statistischen Punkten hatten, saisonal statistischen Punkten. Übrigens, Bemerkung am Rande, JFD-Kunden erhalten diesen Seasonal Bull 25 bis 50% preiswerter. Ja? Also wenn ihr JFD-Kunde seid, eine E-Mail an unseren Support schicken, interessiere mich für den Seasonal Bull und dann lasse ich euch da auch gern einen Code bzw. Zugangslink zukommen. Wichtig, wie gesagt, für JFD-Kunden 25 bis 50% Preisvorteil. So, hier war die Situation, dass der Cut-Yen grundsätzlich bullisch war. Bis zum, oder ist vielmehr bis zum 13.2. Das ist genau das, was wir hier im Chart sehen. 13.2. ja, ist die Horizontallinie. Und das die theoretische Performance. Über 200 Pips bei knapp 95%, 95 Pips Verlustmöglichkeit im Durchschnitt. Schönes CRV von 2 zu 1 und dann an dieser Trendlinie, an diesem Punkt. Ja, ein Punkt für mich hier in diesen Trade zu gehen, der sich definitiv anbot und insofern jetzt dann aber, und das ist das Wichtige, trotzdem in den Stop lief, weil ich meinen Stop-Loss etwas aggressiver gesetzt hatte. Und der ist jetzt rausgeflogen, der Trade. Zumal das Downgap zum Wochenauftakt noch ein Stück weit lastet auf allen Yen-Pairs. Also der Yen hat hier sozusagen an Stärke erfahren und jede Währung, die in Yen gehandelt wird, also bei Währungspaaren hast du ja praktisch hier vorne die Basiswährung und hier hinten die Zielwährung. Und in dem Fall Kanadisch Dollar in Japanisch Yen. Und wenn der Yen stark wird in dem Fall, dann fällt das Währungspaar. Und das ist eben hier genau passiert. Und man sieht sehr schön, dass das mit Aufgabe der Unterstützung um 83 Yen eben dazu führte, dass es eigentlich das bullische Setup, ja, negierte und ad acta legte, vom Tisch wischte. Und insofern bin ich hier leider raus aus dem Trade, weil das charttechnische Setup sich buchstäblich eingetrübt hatte. Und Cut-Yen, wie gesagt, eine Fahrkarte, Cut-Schweizer Franken, will ich gleich nochmal drauf eingehen. Eigentlich spannend vor dem Hintergrund, dass es hier zunächst gelungen ist, ein Reversal zu starten. Der kanadische Dollar auch hier nochmal aufgepasst. Wir hatten ja zuletzt eine massive Ölpreisschwäche. Der Ölpreis ist ja auch sehr volatil unterwegs zuletzt gewesen. Und das ist ja etwas, was den kanadischen Dollar auch unter Druck bringt. Das heißt, der kanadische Dollar ist ja auch als Rohstoffwährung bekannt und ähnlich wie die norwegische Krone, wenn die Ölpreise stark sind, dann ist auch der kanadische Dollar stark. Und das war auch zusätzlich noch ein Belastungsfaktor. Aber was ich hier beim Cut Schweizer Franken noch drin hatte, ihr werdet euch erinnern, liebe Leute, wenn ihr das Radar der letzten Woche gesehen habt. Hier ist sozusagen das Setup vom vergangenen Jahr auch nochmal skizziert. Entry 22.01., Exit 8.02. Gut, die maximale Performance wurde nicht ausgeschöpft, aber wir sehen hier sehr schön, dass das Währungspaar grundsätzlich auch positives Momentum im Januar aufweist bis in den Februar hinein. Und hier kommt dazu beim Cut Schweizer Franken, dass wir diese Range, das seht ihr in diesem grauen Rechteck, grundsätzlich seit 2019 schon fortgeführt haben. Also grob gesagt haben wir hier oben den Widerstandsdeckel drauf, so um die 0,76, sage ich mal grob. Und auf der Südseite hier um 0,73, 75 haben wir hier sozusagen den Support. Oben Widerstand, unten Support. Und da sind wir auch wieder runtergeschnippt, ähnlich wie hier zuletzt auch im August letzten Jahres. Aber wir haben eben den saisonalen Rückenwind, die untere Trendkanalkante erreicht, dieser Range. Und eben diesen bullischen Rückenwind, der jetzt hier von diesem unteren Trendkanal, sage ich schon, Trend-Range-Bereich nach oben schieben könnte. Und das war der Trade, wo ich auch gesagt habe, hey, sieht spannend für mich aus. Diesen Trade kann man einfach mal wagen, weil wir von der Unterstützung hier unten oder Unterstützungszone vielmehr durchaus mit dem saisonalen Rückenwind jetzt erstmal Reaktionspotenzial auf der Oberseite haben. Und ja, im Ausdehnungsfall geht das hier in Richtung 0,7550 und höher. Aber letztlich muss sich der jetzt hier erstmal ein bisschen lösen von dieser unteren Zone. Saisonal spricht einiges dafür. Man darf jetzt mal gespannt sein, ob der Aufwärtsdruck so bleibt. Wie gesagt, der Ölpreis hat meines Erachtens erstmal, ja, mit Verlaub jetzt,
sich buchstäblich ausgekotzt. Also ich meine, der könnte sich jetzt erstmal stabilisieren, Schrägstrich temporär wieder den Impuls nach oben starten. Das sollte im Prinzip den kanadischen Dollar auch antreiben. Ja, wenn der Ölpreis sich stabilisiert und wieder, ja, sozusagen Stärke erfährt. Was ich jetzt noch zusätzlich als Gimmick für euch mit dabei habe, neben dem Cut Schweizer Franken, ist der Australdollar Schweizer Franken. Und hier haben wir auch ein Setup gehabt. Bernd wird jetzt schmunzeln, im Rahmen des Chance-Risiko-Verhältnisses, wo sich gestern dann Klarheit bot, dass das Ratio sozusagen dann doch negativ ist. Ich schieb's auch mal kurz hier rüber. Den Trade meiner jetzt in diesem Fall. Und zwar haben wir hier den Australdollar Schweizer Franken, der hier mit einem starken Setup von 18 Jahren mit einer Trefferquote von 83% daherkam. Hier seht ihr sozusagen die ganze Performance und hier aber das negative Ratio. Ja, Risk Reward. Und da sieht man einfach, das ist negativ. Also es ist hier deutlich kein 50-prozentiger Verhältnis beziehungsweise Verhältnis von 2 zu 1, sondern von 1,2 zu 1. Und das ist, ja, mit Verlaub, je nachdem, wie man die Chance-Risiko-Ratio definiert, aber sollte im Prinzip immer das Zweifache vom Risiko verdient werden können. Und das hat er statistisch hier nicht gemacht, deswegen ist es auch ein Medium-Setup. Dennoch gab es während des Zeitraums durchschnittlich Gewinnerprofile, Gewinnerentwicklung und im Schnitt wurden hier 115 Pips dennoch verdient. Und das wurde im Prinzip in 83% der Fälle auch sozusagen eingefahren. Das Negative ist hier eben nur, dass der durchschnittliche Verlust, auch wenn er weniger auftrat, hier eben höher ist. Und das relativiert das Setup so ein bisschen beim Australdollar Schweizer Franken bullisch bis zum 18.02. Aber jetzt kommt das Aber. Wir hatten das Paar beim letzten Devisenradar ja auch gecovert im Webinar speziell. Und da standen wir noch hier oben in der letzten Woche. Und Bernd wird sich erinnern, er hat übrigens diesen Chart auch hier gepostet. Jetzt muss ich mich mal nach unten scrollen. War das hier? Ja, hätte ich ja schon mal öffnen können, den Chart. Na, das war hier die Petition. Übrigens, das wird auch noch spannend, was uns da nächstes Jahr erwartet. British Pfund, Australdollar, da hat das British Pfund Schweizer Franken. Auch schönes Setup, Bernd. Kannst du heute definitiv nochmal updaten. Wo ist denn jetzt der Chart von dir? Da ist er. Australdollar Schweizer Franken. Seht ihr, das ist eben das Tolle hier in Guidance auch, dass ihr die Charts ja, hier in den Stream stellt, ich kann den aufrufen, jeder andere kann den aufrufen, wenn ihr ihn freigibt, und dann kann man hier sozusagen Charting betreiben. De facto eben hier die Situation, da hat Bernd das auch damals schön in den Seasonal-Kontext gebracht. Also ich sehe hier, wie gesagt, noch eine schöne Horizontalunterstützung. Die seht ihr hier in meinem Chartbild. Und jetzt haben wir hier eben die Situation mit diesem bullischen Szenario bis zum Mitte, Ende Februar. Und jetzt hat man hier die Situation, na klar, der ist eingebrochen. Nach dem empfohlenen Entry vom 24.01. wäre man auch direkt rausgeflogen, also direkt ausgestoppt worden. Aber jetzt ist das Schöne eben, dass die Situation noch ein Stück weit interessanter daherkommt, weil eben ja der Markt es hier erstmal nach unten sozusagen auch entleert hat. Und jetzt hier mit diesem Unterstützungsbereich vom Sommer, hier im August, schöne Unterstützungszone, durchaus die Chance hat, nach oben zu drehen. Ich will nicht sagen, dass hier die große Trendumkehr stattfindet oder hier der große Bulle jetzt durchstartet. Ich will vielmehr darauf spekulieren, und das tue ich auch, weil ich auch hier eine Long-Position gestartet habe. Ich will vielmehr darauf spekulieren, dass der jetzt hier abprallt von diesem Unterstützungslevel kurzfristiger Natur und mindestens bis 1,0665, 1,0665 steigt. Das hier ist nämlich jetzt ein klarer Widerstand. Für mich das nächste Ziel im Rahmen dieser Erholung. Und das heißt, mit dem saisonalen Rückenwind, Daumen drück, kann der jetzt hier sozusagen 100, 115 Pips steigen. Ob das so kommt, wir wissen es alle nicht, aber die Chance ist gegeben und ich halte den Trade zunächst erstmal in Richtung des Ansatzes, dass wir bis 0,6650 laufen und gegebenenfalls bis 0,6665. Würde da auch, wenn die nächsten Kerzen bullisch werden, auch den Stop-Loss relativ zügig nachziehen, damit ich eben hier relativ schnell auch das Risiko aus dem Trade nehme. Weil faktisch ist dies ein Long-Setup in einem, ja, unschwer zu erkennen, übergeordneten schwachen Markt. Und das ist genau da, wo man auch aufpassen muss. Und hier natürlich auch wieder ganz klar der spekulative Gedanke einer Erholung gegeben ist. Also hier nicht wie beim Euro-Dollar, dass man prozyklisch in den großen Abwärtstrend mit reingeht, sondern hier ist es eher die kurzfristige Spekulation einer temporären Erholung. So. Darum geht es mal am Ende des Tages. Australdollar, Schweizer Franken, wie gesagt, auch im Fokus halten. Sehr, sehr spannend. So, jetzt haben wir den Euro gehabt, jetzt haben wir einen Schweizer Franken gehabt, so den europäischen Mantel mal vollzogen und jetzt möchte ich natürlich dann auch zum britischen Pfund mal übergehen. Ja, speziell Euro-Britisch Pfund hier interessant, aber natürlich auch das Cable, den hatte ich ja heute Morgen, wie gesagt, auch gecovert hier an der Stelle. Sozusagen
hier oben. Und auch mit der Motto, jetzt kommt es natürlich drauf an. Doch lasst uns dann erstmal zum Euro-Britisch Pfund gehen. Hier auch eine Analyse der letzten Zeit, der Euro permanent unter Druck. Auch die britische Notenbank, man munkelt, wird den Zins wohl auch senken. Das ist ja hier jetzt sozusagen das, ja, sagen wir, das Schlechteste aus beiden Welten. Wo gibt es denn da noch ordentlich was zu holen? Rein zinstechnisch, das wird eh ein Dilemma für die nächsten Jahre natürlich generell bleiben. Ein zinsarmes Umfeld, ja, da ist wirklich gefragt, wo man denn auch Geld anlegen kann. Ich gebe euch nur den Tipp an der Stelle, wir bei JFD haben hier oben schon die digitale Vermögensverwaltung drin zur Diversifikation des Kapitals und planen auch neben unserer Management-Account-Lösung, die wir ohnehin schon haben, also mit voll passiven Investmentlösungen, wo man nichts machen braucht, sondern einfach wie bei einem Fonds das Geld arbeiten lässt, auch hier im weiteren Jahresverlauf noch das ein oder andere Schmankerl als Produkt anzubieten, sodass ihr hier in diesem doch zinsärmlichen Umfeld auch noch attraktive Renditen finden könnt. Das, wie gesagt, auch wer Interesse hat, gern per Support an uns richten. Dann kann ich da euch auch gerne mal Factsheets unserer bisherigen Management-Accounts zuschicken. Jetzt aber zum Euro-Britisch Pfund. Das sieht alles nicht gut aus. Auch die Einschätzung der letzten Woche. Es gab hier ein neues Reaktionstief. Also das ist charttechnisch wieder eine Muster, also eine Steilvorlage mit Verlaub. Aber sowas ist etwas, was man suchen muss. Jürgen, ich hoffe, du bist noch dabei. Man muss hier ganz klar Setups eben suchen, nicht interpretieren. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Schau nach deinem Setup, schau nach deinen Möglichkeiten. Und egal, ob jetzt im Intraday-Chart oder auf Swing-Basis wie hier der Daily-Chart, das ist per se hier ein schöner Abwärtstrend. Auch für alle Rainbow-Fans, und da habe ich eh noch tolle Sachen vor, den Rainbow wieder mehr ins Leben zu rufen. Aber ich möchte euch das mal kurz nochmal reinhauen hier, was es mit dem Rainbow sozusagen auf sich hat. Wenn wir mal die Indikatoren zurückgehen, Durchschnitte, da sind sie. Und da haben wir hier den Rainbow. Ja, also der sagt ja mal mit einem Blick, wir haben hier per se einen wunderschönen Abwärtstrend. Das heißt, der Euro ist schwarz gegen das britische Pfund. Hier hatten wir auch so eine Umkehrkerze, dass wir war so eine Art Shooting Star, wundervolles Short-Signal, und das kann man auch mit den Heike-Naschi-Kerzen noch in Einklang bringen. Jeder, der den Rainbow und meine früheren Seminare und Webinare kennt, weiß, dass ich ein großer Rainbow- und Heike-Naschi-Fan bin. Aber sei es drum, der Trend ist hier abwärts gerichtet, ohne viel Umschweife. Und hier haben wir aber charttechnisch, schaut euch dieses Niveau an, 0,8585 plus minus 2 Pips, wenn ihr auf die kleinen Kerzen Lunden und Dochte schaut. Aber hier haben wir einen Widerstandsbereich par excellence. Zuvor war es ein Unterstützungsbereich im Oktober, dann wurde das so ein Stück weit verwässert im November, und jetzt hat sich hier der Markt dann nach unten bewegt. Nochmal ein kleines, also einen kleinen Pullback gestartet, zu sagen, nochmal einen Versuch hier drüber zu ziehen, und dann krachte der Markt buchstäblich bis in den Dezember, bis Mitte Dezember hinein ein, versuchte sich nochmal am Rebound, Bombs wieder gescheitert, kleiner Rücklauf, wieder gescheitert, und dann kommt jetzt hier auch noch die schräge Trendlinie dazu, was ich außerordentlich spannend finde. Das ist nicht allzu oft der Fall, dass die schrägen Trendlinien für schräge Typen sozusagen exaktement hier abgearbeitet werden. Aber dann auch hier wieder der Abprall, Kreuzwiderstand, wunderbar nach unten gelaufen. Und dann kam mir hier die Kerze vom 22.01., die hier diese kurzfristige Unterstützung per Tagesschluss unterbot. Die Idee, kleiner weiterer Rücksetzer, nochmal ein Rücklauf, und genau den sehen wir jetzt, bevor der nächste Abwärtsschub eintrifft. So. Wie gesagt, Euro, US-Dollar kann man jetzt streiten, wie das jetzt weitergeht. Ich würde hier schon trendfolgend dafür plädieren, hier in diese gegenwärtige, ja, Konsolidierung, Erholung einen Short zu suchen, der in jedem Falle die Tiefs hier vom Dezember auf die Agenda führen könnte, Schrägstrich dann sogar noch weitere Verluste in Aussicht stellen kann. Ja, jetzt ist natürlich genau der Punkt hier, das sehen wir jetzt hier in dem großen Bild sehr schön, dass das hier eine massive Unterstützungszone ist, die hier in früheren Jahren, und da gehen wir wirklich bis ins Jahr 2016, 2017 zurück, touchiert wurde. Genau hier hat sich der Euro gegenüber dem britischen Pfund zuletzt im Dezember eben auch gefangen, und jetzt ist es ja meines Erachtens schon so, dass wir dieses Niveau wieder antesten, und wenn der hier unten einbricht, der Euro gegenüber dem britischen Pfund, dann fällt er aber mal richtig gen Süden. Das seht ihr, hier ist eigentlich luftleerer Raum. Ja, so bis zur 0,80 haben wir dann auf jeden Fall Platz, vielleicht 0,7750 mittelfristig. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und sollte der Euro hier gegen das britische Pfund in eine solche Schwächephase übergehen, dann haben wir ganz klar die Situation. Jetzt gehe ich direkt nochmal zurück auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar von heute Morgen, dass der, also das Cable, das britische Pfund, hier nach oben auftreten kann. Ja, das ist hier wirklich momentan eine interessante Situation, und mit Verlaub, für mich sieht das hochgradig bullisch aus. Also wenn jetzt der Brexit nicht wäre und heute Abend die Notenbank-Sitzung, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen,
müsste ich mich ohrfeigen, wenn ich diesen Trade hier nicht long eingehe. Da auch nochmal ein kleiner Hinweis an der Seite oder an der Stelle vielmehr. Ihr wisst das, liebe Leute, hier unten immer wieder den Risk-Disclaimer, den wir auch auf unserer Seite haben generell. Ihr müsst wissen, dass das Ganze hier keine Handelsempfehlungen sind, sondern meine subjektive Meinung. Und jeder handelt hier auf eigenes Risiko und muss sich darüber bewusst sein, mit Hebeln natürlich hier auch ein erhöhtes Risiko zu fahren. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Deswegen Risk- und Money Management müsst ihr in den Fokus haben, um am Markt auch erfolgreich zu arbeiten. De facto, British Pfund, US-Dollar, wie gesagt, die Situation schlechthin gefällt mir unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten sehr, sehr gut. Aber, jetzt kommt das Aber. Letztes Jahr das britische Pfund bei mir, ich meine, ich habe nur einen von vier Trades oder fünf sogar in dem Gewinn beenden können. Ansonsten habe ich immer direkt unmittelbar eine Ohrfeige gekriegt, weil das britische Pfund war im vergangenen Jahr auch für viele unserer Advisors beim Wealth Management, bei der Vermögensverwaltung oder auch bei den Digital Invest, bei JFD Invest, das ja, verrückteste Schrägstrich, das biestigste Währungspaar, Schrägstrich das britische Pfund als Währung selbst, weil eben hier auch teilweise zu rasante Bewegungen stattfanden. Und wenn wir jetzt ins Jahr 2019 gehen, dann sehen wir eben hier erstmal einen schönen Aufwärtsmove, dann hier relativ. Und das hat hier gerade dann mit dem, ja, mit dieser Schwäche, die hier dann sozusagen im April ihren Anfang nahm, mit dem Pullback hier noch Anfang Mai, aber dann ging es hier eigentlich relativ gerade nach unten und zwar in der, ja, in der Größenordnung von 1000 Pips. Das ist gerade im Vergleich zum Euro-US-Dollar überhaupt eine Hausnummer, die von der Volatilität ihresgleichen sucht, aber das zeigt eben neben der Intraday-Volatilität, die sehr stark ist, auch, dass der oder das Cable vielmehr auch sehr, sehr massiv eben Bewegungen im Intraday-Bereich, aber auch auf Daily-Basis vollziehen kann. Und da ist es eben wirklich wichtig, sich mit Stops zu sichern. Aber die Volatilität, und ihr seht die einzelnen Kerzen hier mit diesen Kerzendochten oder auch die größeren Kerzenkörper, ist eben enorm, sodass, und das ist eben der Brexit, wenn das britische Pfund sich jetzt hier um die 1,30 stabilisiert, der Entry eigentlich ein Must-Have ist, aber, jetzt kommt das Aber, der zwischenzeitlich, und schaut hier einfach mal auf die Kerze vom 12.12., der zwischenzeitlich eben mit so einer Volatilität daherkommen kann, dass hier zum Beispiel dann eben mal eben, ja, knapp 450 Pips abgerissen werden, oder hier waren es 460, 465 Pips an einem Tag mit dieser Kerze. Und das ist eben was, wo man auch mal ganz schnell aus dem Trade rausgespült wird, und das ist beim Pfund eben, ja, durchaus einzukalkulieren. Die letzten Tage auch sehr, sehr ruhig, und deswegen, das sagte ich meines Erachtens vorhin schon am Eingang auch, hier buchstäblich die Ruhe vor dem Sturm. Das heißt, der kann hier am 31. Schrägstrich übers Wochenende hinweg dann am Montag nächster Woche zum 2. oder drittens wurden vielmehr, kann er dann völlig eskalativ hier hin und her schnippen, mit einem großen Gap starten. Was weiß man denn? Also da ist das Pfund wirklich ein heißes Eisen. Also insofern da Vorsicht, aber vom Setup her traumhaft, das muss man ganz klar sagen. Und wenn der Euro gegenüber dem britischen Pfund eben auf Tauchstation geht, dann muss ich sagen, wird wahrscheinlich das Pfund natürlich hier einen entsprechenden Gegenimpuls einleiten und vielleicht im Jahr 2020, Schrägstrich in dem ersten Quartal jetzt nach dem Brexit sozusagen, enorm zulegen und hier die 1,35 einstellen und gegebenenfalls auch noch weiter höher reiten. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Situation. Und jetzt, bevor ich dann auch in den nächsten Minuten an Bernd übergebe, ich hoffe, Bernd, dir reichen so 20 Minuten. Wenn du mehr brauchst, sag Bescheid. Wenn weniger auch, schreib's doch einfach mal in den Chat. Auch für alle anderen, wenn ihr Ideen und Anregungen habt, bitte den Chat nutzen. Ich sehe gerade Freibold. Hallo an der Stelle. Ich meine, dich lese ich hier zum ersten Mal. Willkommen zum Devisenradar Webinar an der Stelle, und Euro-Schweizer Franken nehme ich doch gern mal ins Visier noch kurzerhand. Aber der Wolfgang wollte noch britisch Pfund Yen haben. Wir haben hier generell hier eine Yen-Schwäche gegenwärtig. Das ist auch beim Katjen vorhin deutlich geworden. Aber ähnlich ist das Bild, also das Pfund, weil es ja eben sich relativ zäh hält und eben nicht so einen Druck hatte wie der kanadische Dollar zuletzt, sieht der Chart hier noch sehr, sehr konstruktiv aus. Und wenn man mit dem britischen Pfund liebäugelt, britisch Pfund, Schweizer Franken macht der Bernd nachher noch, da sieht es eher short aus, ja, weil der Schweizer Franken hier unter Umständen da noch ein Stück weit stärker auskehrt, aber der oder das Cable, British Pfund US-Dollar, und eben auch hier The Beast, wie es so schön heißt, British Pfund Yen, sieht durchaus so aus, dass auch hier eine kurzfristige Erholung erfolgen kann, weil wir sind hier gerade an einem wichtigen Unterstützungslevel, 141,25 rund. Das ist hier diese Horizontallinie, hier diese grüne, ne? Ist jetzt auch sehr schön hier die Kerzen
Lunten, hier Kerzendocht, hier gab es auch nochmal hier so einen kleinen Spuck nach oben, immer wieder. Dann gab es hier eine kleine bullische Flagge im Intraday-Chart, sehr schön zu sehen hier im 4-Stunden-Chart. Jetzt hier im Tageschart wird es nicht so deutlich, aber hier eine bullische Flagge, Ausbruch und dann wirklich, also wahnsinnig schöne technische Strukturen. Und jetzt sind wir hier wieder in diesem Level und das war eben auch zuletzt im Dezember, also Anfang Dezember, dann hier zu Heiligabend, Wahnsinn, 23., 24., dann hier zum Jahresauftakt und jetzt sind wir wieder knapp über dem Niveau von 141,25. Also auch hier, ähnlich wie beim Cable, eine sehr, sehr interessante Situation, um oberhalb hier von 141 auf eine Erholung zu spekulieren. Aber ich weise auch hier nochmal darauf hin, das britische Pfund, gerade Brexit hin und her. Ich meine, alles ist bekannt, es ist auch klar, wie es jetzt laufen soll, aber es gibt dennoch viele Ungereimtheiten und auch sicherlich noch die ein oder andere Meldung, die mal schnell für Ausschläge sorgen kann. Grundsätzlich hat man aber hier den schönen, ja, Impuls oder die Möglichkeit einer Impulswelle nach oben, wenn der sich hier stabilisiert um 141,25. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Klar, bärisch oder besser gesagt, Haken an dieses Setup, wenn der hier unter die 140 abtaucht. Aber hier sind die Chance-Risiko-Verhältnisse dann eh nicht mehr so günstig. Also gefällt mir britisch Pfund US-Dollar per se eigentlich besser. Aber grundsätzlich, britisch Pfund Yen auf der Yong auf der Long-Seite ist der Yen interessant. Das ist sozusagen die Abkürzung für Yong. Nein, aber das sollte man sich einfach mal im Kopf behalten. Sieht auf jeden Fall hochgradig spannend aus. Britisch Pfund, in dem Fall britisch Pfund Yen. Wer spekulativ mag, der hat hier eigentlich eine Kaufzone. Das muss man so sehen. Aber ich warne nochmal, keine Handelsempfehlung. Ich werde den auch selber nicht handeln. Das gucke ich mir lieber von der Seitenlinie an, um ehrlich zu sein. Weil da will ich mal abwarten, was passiert. So, zum Gold hatte ich unlängst auch schon vieles gesagt. Bernd, hast du mich überhaupt gehört wegen der Range? Schreib doch mal die Zeit rein, damit ich ungefähr Bescheid weiß, wie viel Zeit du brauchst. Schrägstrich, da würde ich nämlich gleich mal den Button geben. Hier auch Gold hatte ich ja die Tage auch schon analysiert. Eben vor dem Hintergrund, das war, sagte ich auch in dem Video, etwas spitzzüngig formuliert. Jetzt dann aber mal Luft rauslassen. Aber der Goldpreis hat hier sozusagen diese eigentlich bärische Flagge bullisch aufgelöst. Jetzt sehen wir aber das, was ja von mir so ein Stück weit erwartet wurde. Jetzt kam der Gap Close. Und jetzt ist die Frage, wie das sich hier sozusagen weiter aufmacht. Unterhalb von 1500, 48, 47 könnte ich mir vorstellen, dass da weiter Short abraucht, aber wir haben auch hier die Situation generell eben Dollar betreffend oder auch insbesondere Gold, dass die Fed heute Abend tagt und da möchte ich jetzt ungern jetzt auf aktuellem Niveau irgendwo einsteigen, sondern eher dann mir das Ganze anschauen, wenn sich der Staub gelegt hat. So, also haben wir jetzt erstmal viele Währungspaare durchgekaut. Euro, Schweizer Franken nehme ich noch kurz rein. Ich hoffe, du lieber Ried, Holt, yes. Hast die Analyse von zuletzt schon gesehen, weil der läuft jetzt hier relativ straight auf die Unterstützung zu. Das war die Zone, die wir hier beim Euro-Schweizer Franken im Fokus hatten, die 1,065 etwa. Das war auch mein favorisiertes Szenario, wo wir jetzt hinlaufen sollten. Ich will jetzt mal hoffen, dass das nicht mit dem gestrigen Tief sozusagen schon das Tief der Tiefs war. Aber das ist natürlich auch wieder bei der Charttechnik wichtig und interessant zu wissen, dass man hier immer wieder Obacht geben muss, dass natürlich die 1,65 ein Kursziel ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, ob die wirklich erreicht wird, bei 50% liegt schlichtweg. Er muss es nicht erreichen. Und mit dieser gestrigen Umkehrkerze, das ähnelt schon so einer Art Bullish Engulfing, also schöne Umkehrkerze, die sogar das Vortageshoch komplett eingestellt hat. Sehr, sehr schön. Und heute sehen wir auch leicht positiven Bias, dass der jetzt eigentlich seinen korrektiven Erholungsimpuls starten kann. Ja, also hier ähnlich wie beim Kanadisch-Dollar, Schweizer Franken. Und ich bin ein bisschen Schweizer Franken belastet, sage ich mal. Also die Schwäche sozusagen, das geht jetzt ein bisschen konträr zum britischen Pfund Schweizer Franken, gebe ich zu. Aber ich bin ja auf der Long-Seite beim Australdollar, Schweizer Franken und CAD Schweizer Franken. Das heißt, ich sehe den Schweizer Franken per se schlechter, was auch hier die Annahme stützt, dass der Euro gegenüber dem Schweizer Franken eigentlich jetzt erstmal einen Erholungsimpuls starten könnte. Idealerweise geht er hier an das frühere Unterstützungsniveau, jetzt Widerstand bei 0,88 und macht dann einen entsprechend krassen Rücklauf. Aber das ist hier sozusagen die mögliche Idee zum Euro-Schweizer Franken, kurzfristig weiteres Erholungspotenzial. Also das wäre hier Trader Stream, wenn er bis die 1,88 sozusagen angreift. Das wäre definitiv fantastisch. Ansonsten hier ein untergeordnetes Widerstandslevel, was ich nicht unerwähnt lassen will, ist hier diese Zone, die wahrscheinlich geringfügig vorher aber touchiert werden sollte. Knapp 1,084 sind wir dann hier. 1,03
83, 84, ja, das ist diese Zone hier. Also da würde ich schon mal aufpassen für mögliche Long-Engagements, beziehungsweise hier überlegen, ob da nicht ein Short interessant sein könnte. Also dass er jetzt direkt weiter durchfällt, ja, ist fast nicht zu erwarten. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Schweizer Franken kurz ein bisschen schwach um die Ecke kommt nach der jüngsten Stärke. Und wir jetzt hier eben bei vielen Pairs, die in Schweizer Franken gehandelt werden, erstmal einen Erholungsimpuls sehen. Das sehe ich ja grundsätzlich beim Euro-Schweizer Franken, wie gesagt, so, beim Austral-Dollar-Schweizer Franken so, auch weil die saisonal bullischen Setups das Ganze noch unterstreichen. Aber ich gebe auch hier, wie gesagt, den Hinweis, das ist keine Handelsempfehlung und es bleibt spekulativ. Letztlich kann auch ich mich komplett irren und das gehört übrigens dazu. Ich habe ja vorhin auch schon den Stop-Out gezeigt. Beim Cad/Yen und beim Goldpreis hatte ich auch einen kurz kleinen Entry drin gehabt Anfang der Woche. Das gehört dazu, dass man sich auch irrt und dafür sind aber auch Stopp. Preise, Stop-Loss-Level, ganz wichtig, dass man sagt, hey, ich will raus aus dem Trade, der ging nicht auf, Chance-Risiko-Verhältnisse bemessen, alles safe und verlieren ist leider ein Teil dieses Geschäfts. Das heißt, ihr werdet nie mit jedem Trade einen Gewinner einfahren und sagen, ich habe hier eine Trefferquote von 95% und liege immer richtig. Das ist ein Riesenirrglaube. Ihr müsst viel mehr mit eben Versuch und Irrtum ist das falsche Wort, aber vielmehr mit dem, oder die falschen Worte, sondern ihr müsstet vielmehr mit dem Suchen, Finden und dann eben knallhart anständige Chance-Risiko-Verhältnisse durchtraden, eure Marktchancen identifizieren. So, Bernd, jetzt aber deine Bühne für knapp 15 Minuten, aber es sollte eigentlich reichen. Ich mache mal kurz den Mic-Check und würde dich mal live schalten, Bernd. Und zwar, jetzt bist du online. Kannst du mich hören, Chris? Oh, laut und deutlich mit einer Klangqualität, die seinesgleichen sucht. Du bist gut zu hören. Ja, ist so mein neues Headset. Ja, Muss man sich auch super. erstmal dran gewöhnen. Bin ich zu Laut. laut? Du, Bin ich zu laut? nö, würde ich nicht sagen. Wenn, dann kann jeder runterdrehen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir beide im Verhältnis zu hören sind. Ob du jetzt, also du bist sehr gut zu hören. Also du musst nicht, sprich ruhig leise, weil der Sound ist sehr gut. Ich krieg gerade das Ja. Feedback im Chat. Alles gut, passt perfekt. Also insofern super Abstimmung. Neues Headset, dann kann es ja losgehen. Ich würde dir auch den Bildschirm gleich mal rübergeben, weil ich habe mir so ein Ja, bisschen damit. Wasserfall schon an den Mund gequatscht. Kommt mir vor, weil du solltest eigentlich längst schon dein Setup mal uns vorstellen. So, liebe Leute, jetzt wechselt der Bildschirm und Bernd ist gleich mal on air. So, Bild ist zu sehen, Bernd. Jawohl. Und Ich bin zu sehen. du bist zu sehen, du bist zu hören und du darfst jetzt loslegen. Wir lauschen gespannt deinen Ausführungen und wenn es Fragen gibt, liebe Leute, immer den Chat nutzen. Genau, dann erstmal herzlich Grüße in die Runde an alle. Und ja, ich wollte heute mal wieder ein paar Seasonal Setups vorstellen. Du hattest mir ja freundlicherweise den Screenshot geschickt. Und jetzt nochmal zu dieser Spalte Risk Reward. Das ist ja das umgedrehte CRV, also kein CRV, sondern eigentlich ein RCV. Und die Spalte mit dem durchschnittlichen Verlust, mit der roten Spalte, die fehlt in deiner Tabelle. Und ich habe jetzt nur auf das Risk Reward geschaut. Wenn man sich diese Spalte mal anschaut, dann sieht man immer 1 zu 1 zu 1 zu. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann hat man einen Blick, wo haben wir ihn? Man muss schon sehr genau hinschauen. Hier zum Beispiel beim Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Ein 1,1 zu 1. Und das geht natürlich dann relativ schnell durch, wenn man nur diese Spalte schaut. Deswegen war meine Frage, ob man diese durchschnittliche Verlust, also durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust nicht direkt nebeneinander stellen kann. Dann sieht man direkt die Zahlen. Geht Guter das? Kann Punkt. man die Zahlen, Das kann kann man man die verschieben, die Spalten? A verschieben, da gebe ich dir recht. Und ich habe es ja nur bei der Auswertung dann, also wenn du siehst ja ganz links die Häkchen, die ich da setze, wenn ich die paare, Ja. dann die nächste Spalte ziehe, dann ist das genau, da sind nur die wichtigsten Kennzahlen zu sehen und dann ist das sozusagen der durchschnittliche Profit oder Verlust oder Risk-Reward, besser gesagt, viel besser zu sehen. Aber ich gebe dir recht, man sagt ja hier bei uns Chance-Risiko-Verhältnisse und hier ist das Risk-Reward genau umgedreht, was eben auch Ja. durchaus zur Fehlinterpretation führen kann. Aber um Gottes Willen, wir haben hier auf jeden Fall einige Setups und dann sag ich mal, was gibt's denn hier noch Feines? Aber mit der Spalte, das werde ich mal angehen. Ja, das ist ja. Wie gesagt, starten wir durch, Zeit ist knapp. Ich habe rausgesucht den US-Dollar-Yen, den hattest du auch selber schon markiert. Der hat interessanterweise, also ich habe jetzt die Setups mal für heute rausgesucht, die jetzt relativ zeitnah starten, sprich nächste Woche, 5.2. und noch zwei andere. Der US-Dollar-Yen, den gibt es hier oben auch nochmal, der startet allerdings erst am 27.2., den habe ich jetzt mal rausgelassen. Wir starten mit dem US-Dollar-Yen.
bullisches Setup ab dem 5.2. nächste Woche, Mittwoch wäre das. 22 Jahre, das ist eine enorme Zahl, 16 Tage. CRV, RCV von 1,3. Ich habe das mal im Chart schon mal skizziert. US-Dollar-Yen, den haben wir hier. So. Ich habe die Parameter jetzt eingezeichnet mit dem Start 5.2., Endzeit 20.2., 22 Jahre. Das CRV ist jetzt nicht wirklich prickelnd. Man muss natürlich dann immer sehen, wo steht der genau am nächsten Mittwoch. Und wenn der jetzt noch ein Stück tiefer laufen sollte, na, dann in diesem Bereich hier zum Beispiel oder noch ein Stück tiefer, dann verschieben sich natürlich, na, was mache ich hier? Weg. Ich habe eh den falschen Pfad genommen. Wenn der jetzt noch ein Stück konsolidieren sollte in diesem Bereich hier und so weiter und dann irgendwo in diesem Bereich steht, dann verschieben sich natürlich die Parameter nach unten. Und dann, wenn man sich jetzt diesen Chart mal langfristig anschaut, ich meine, der Abwärtstrend ist klar gegeben, klar abwärts und er bewegt sich jetzt in einer Range, sag ich mal, hier ist er nicht rausgekommen, mehrfach gescheitert und ich sag mal so, es ist ein reines Seasonal-Setup, wenn er dahin laufen sollte. Ich zeige das gleich nochmal, weil du eben auch Euro-Schweizer Franken erwähnt hattest oder schon mal gezeigt hattest. Es ist ein sehr interessantes Setup, findet aber erst wesentlich später statt. Ich finde es immer interessant, man kann sich im Vorfeld die Setups schön einzeichnen und dann schauen, passt das zur charttechnischen Lage überhaupt zusammen dann. Vom aktuellen Niveau ist es natürlich charttechnisch aus meiner Sicht uninteressant, weil das CRV passt nicht, der Chart passt nicht dazu. Man muss sehen, wo er dann nächste Woche Mittwoch steht. Und ja, das ist halt das reine Seasonal Setup jetzt zum US-Dollar-Yen. Und was ich immer ganz interessant finde, ich meine, du bist kein Freund der Stochastik, weil die können natürlich in Extremsituationen ewig lange oben oder unten verharren. Nichtsdestotrotz schaue ich immer, ich habe es von früher, ich weiß nicht woher, schaue ich immer, wenn der so schöne Rundungen macht, er macht ja die Wellen auf und ab. Das passt schon ganz gut zusammen. Wie gesagt, in Extremsituationen kann der ewig da unten auch verharren. Aber die Wellen, wenn die dann sauber sind, dann ich achte ab und zu mal drauf. Und er ist jetzt langsam in dem unteren Bereich, wenn der jetzt noch ein Stück runterkommt, wie gesagt, das Setup ist Bull. Muss man mal im Auge behalten. Ja, absolute Zustimmung. Ich meine, RSI gibt dir recht oder Stochastik. Ja. RSI mag ich ja noch ein bisschen lieber als die Stochastik, aber fürs Trading, ums Timing zu optimieren, gebe ich dir recht. Wenn die Stochastik da, sage ich mal, im unteren Bereich eintritt und auch gut dargestellt hier deine Idee, wenn der noch ein bisschen tiefer kommt, dann ist er am 5.2. und darum ist genau das Richtige, wo du sagst, du hast ein bisschen Zeit, du kannst die Seasonal Setups schon vorab in den Chart zeichnen und dann einfach mit der aktuellen Chartsituation in Einklang bringen. Und das ist genau das, worum es geht. Du hast einfach eine Vorbereitung, suchst dir sozusagen die Körnchen mal raus, was könnte interessant sein, und ich gebe dir recht, auf aktuellem Niveau absolut uninteressant, aber dann ab 5.2. und ich sehe hier bei 108,50, das ist auch ein Unterstützungsbereich, der jetzt mal nicht so irrelevant ist. Ich meine, klar, der ist Anfang Januar da durchgerauscht, aber hat sich mit dem Spike nach unten ein bisschen, sag ich mal, gefangen. Also wenn der da wieder hinläuft und eben am 5.2. Hammerkerze macht oder die Stochastik dann auch bullisch eintritt, nun, dann hast du einfach einige Punkte, die dafür sprechen, dass der jetzt eben, und das ist ja auch kein Riesensetup über 5 Wochen, sondern es ist ein kurzer, 9 Tage. 9 Tage Entschuldigung, 16 Tage. 16 oder Tage. 16 Tage, es ist doch schon allerhand, aber es sind jetzt eben keine 5 Wochen oder was, wo du sagst, hey, das sieht doch spannend aus und warum nicht mitnehmen? Also auf jeden Fall, nächste Woche gerne Ja. mal im Stream nochmal reinhauen, wie die Situation da gegenwärtig ist. Wie gesagt, die Stochastik hin oder her. Die Stochastik ist eine Mischung aus RSI und Momentum. Das ist so ein Mischindikator. Und diese Wellen hier zum Beispiel mag ich gar nicht. Aber wenn er so richtig schöne Rundungen macht, wie jetzt hier, dann ist oft die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er dann auch die nächste Welle nach oben macht. Und wie du schon sagst, die 158 hier. Und wenn der jetzt hier stehen würde, dann sähe das natürlich dann so aus. Und das wäre natürlich der perfekte Stop hier unten dann.
Exakt, exakt. Ich meine, Yen und überhaupt jetzt die Ja. jüngste Yen-Stärke. Also man muss jetzt eh mal sehen, wie ob da noch mal ein Move nach unten kommt. Könnte es mir gut vorstellen. Und deswegen auf jeden Fall im Fokus behalten. Was hast du denn noch dabei? Auf jeden Fall. GBP Austral. Bitte? Auf jeden Fall ein gutes Paar für nächste Woche mal schon mal in die Schublade legen. GBP Austral Dollar, den haben wir. Na, GBP Austral Dollar, wo ist er? Siehst du ihn? Ja, ich habe ihn Gib ihn schon. mal. Da ist ein Haken vorne links sogar, da findest du ihn schneller. Da. Dritter, zweiter. Start nächsten, jetzt Montag, kommenden Montag für auch 16 Tage. 89% CRV natürlich ganz mies. Wie gesagt, ich wollte jetzt nur mal die Seasonal Setups vorstellen, die jetzt nächste Woche starten, weil die alle später starten, sind relativ uninteressant im Moment. Und wie ich eben schon sagte, man schaut sich grundsätzlich erstmal den Chart an. Und dann sucht man sich noch die statistischen Daten dazu raus und dann kann man sehen, passt das oder passt das nicht. Also, was haben wir? GBP Australdollar. Das sieht jetzt aktuell so aus. Ein CRV von 1 zu 1. Wenn man sich da auch den. Er hat natürlich jetzt hier eine schöne Unterstützung rund um die 1,5. Übrigens, die ADR beim US-Dollar-Yen, die liegt bei 37 Pips. Und was wir eben gesehen haben, und der durchschnittliche Verlust lag bei 111. Also ist die dreifache ADR. Und beim GBP Australdollar hattest du eben auch schon erwähnt, welche Währung man als Anfänger vielleicht handeln sollte oder nicht. Die ADR beim GBP Australdollar liegt bei 121 Pips. Ein bisschen mehr als beim Euro-Dollar. So, und deswegen 1,92, 1,87 hört sich weit an, aber 121 Pips Tagesschwankungen sind natürlich schon eine ganze Menge. So sieht das Setup zum GBP Australdollar aus. Mit Start 3.2. vom CRV auch weiterhin unschön. Jetzt habe ich hier gar nicht meine geliebte Stochastik drin. Hier oben ist natürlich der Deckel drauf. Ich sag mal so, der müsste schon mal ein Stück nach unten durchrutschen, um da einen vernünftigen Einstieg zu finden. Also vom Seasonal Setup. Ich meine, würde auch zum GBP Schweizer Franken passen, Short. Den hast du gesagt, den soll ich erwähnen, den hatten wir da letzte Woche schon, oder? Oder den hatten wir vor Gut, er ist ja wieder zurückgekommen. Letzte Woche, ich kann mich recht gut Ja, aber erinnern, war ja praktisch die Situation schon grenzwertig, ne? hier ist er, aber ja, ist noch im Rennen. Aber das ist jetzt auch ein Setup, wo man einfach warten muss, was passiert dann nächste Woche. Wo steht er dann? Und dann passt das zum Chart oder passt das nicht zum Chart? Und ja, ich würde mal sagen, CRV gefällt mir nicht so. Die Abwärtsbewegung, die Aufwärtsbewegung ist schon wieder zu stark. Zwiegespalten. Gute Frage. Also ich muss sagen, wenn er ein bisschen da oben bei der 1,94 irgendwo rumhantieren würde, würde es mir schon besser gefallen, aber CRV ist ja fast uninteressant, aber da man muss mal Ja, präsent. Lass den mal da eine negative Divergenz aufbauen, wobei jetzt haben wir nur noch 2 Tage, das dürfte jetzt nicht mehr viel reißen, aber es ist genau das, wo du sagst, du hast eine charttechnische Vorlage, beziehungsweise vielmehr eine saisonale Vorlage im Einklang mit dem Chart und wenn das gut aussieht, also ja, da, wie gesagt, beim Australdollar Schweizer Franken war auch der Fall, das hat mir damals schon gut gefallen und wir haben ja gesagt, wenn der das nächste Hoch da überwinden würde, kannst du gleich mal Euro Schweizer Franken auch aufrufen oder wen auch immer jetzt da. wollte ich dort machen. Weil Euro Schweizer Franken da auf jeden Fall ein späteres saisonal interessantes Setup ist, aber auf jeden Fall auch einen Blick wert. Der Australdollar Schweizer Franken aber dahingehend eigentlich ja erstmal uninteressant war, aber aus gegenwärtiger Lage, wie vorhin dargestellt, ja, finde ich den auf jeden Fall ein Trade wert, sage ich mal. Ja, von der Unterstützung kommend kann man da durchaus einen Versuch starten. Und da man ja auch, das ist wichtig nochmal im Rahmen von Jürgen, vorhin der Frage eben, was man sich aussuchen kann. Wichtig, 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 da eben auch immer wieder
mit dem richtigen Risikoparameter reinzugehen und eben nicht, weiß ich nicht, 50% seines Kapitals oder ein All-in-Trade zu machen, sondern eben mit einem kleinen Anteil, idealerweise im kleinen Prozentbereich, idealerweise sogar 1% nur vom Trade-Kapital zu riskieren. Und da ist man auch völlig entspannt und da ist auch ein Trade kein Trade. Ja, man sucht schöne Chancen. Und apropos schöne Chancen, jetzt bist du ja beim Euro-Schweizer Franken. Was hast du denn da mitgebracht? Weiter oben, Bernd? Der ist gar nicht so schlecht vom Setup her. Vom Score, 3,87, musst du noch höher. Ist ja nach Score sortiert. Ja, da, 78, ja. Nicht 87. Ja. 78, so. Deswegen, also grundsätzlich, ich habe jetzt die Setups, die ich jetzt hier vorgestellt habe, waren ja alle die nächste Woche starten. Da kann sich jeder überlegen, ob er das macht, ob sich das lohnt oder wie auch immer. Grundsätzlich ist es ja so, man betrachtet erstmal den Chart und sucht, und oder man schaut sich die statistischen Parameter an, wie diesen Trade-Miner, und sagt, okay, deswegen wollte ich es mal kurz zeigen. Den Euro-Schweizer Franken, der startet erst am 20.02., also eine ganze Weile hin. Wir hatten ein schönes Setup mit 13 Jahren, 77% und ein wunderschönes RCV von 2,4 und 84 Average Profit. Die ADR beim Euro-Schweizer Franken, ne, die liegt übrigens, die ist sogar fast, glaube ich, höher mittlerweile als beim Euro-Dollar. 36 Pips, also ein Pip drüber, glaube ich. Wahnsinn. 36, sagenhafte 36 Pips. Und 84 Pips Profit. Ja, wenn man sich jetzt, wie geht man jetzt vor? Also ich meine, man sieht den großen Chart, Seitwärtstrend, generell abwärts ganz klar gerichtet. Hast du eben ja schon gezeigt. Und so, jetzt nimmt man die Parameter aus der Tabelle. Man zeichnet sich eine vertikale Linie am 20.02. Na, wo sind wir hier? 20.02. Die läuft bis zum 2.03. Na, 2.03. So, das wäre das Zeitfenster dann vom aktuellen Niveau. Zeichnet man sich das Risiko ein vom aktuellen Niveau für den Zeitraum. Das sind 35 Pips. Bin ich jetzt hier richtig unterwegs? Euro, Schweizer Franken, 35 Pips. Das ist schon, das haut schon hin. Ich habe jetzt die ATR momentan nicht geöffnet, aber das wird meines Erachtens so. Ja, ich habe es heute Vormittag geschaut, 35 Pips. So. Das ist das Risiko. Ich muss das mit der Darstellungsfrage ändern. Ja, das ist so. Dann haben wir die Chance mit vom aktuellen Niveau von 84 Pips. So. Jetzt hat man praktisch den Chart, den speichert man ganz entspannt ab. Und jedes Mal, wenn man den Chart aufruft, sagt man, oh, da startet genau am 4.2. startet ein zieselndes Setup. Und dann muss ich natürlich schauen, 20.02. Was mache ich? Chris. Durchschnaufen, Bernd. Nächstes Mal den Chart schon ein bisschen vorzeichnen, dann haben wir das. Nee, ich wollte es ja live zeichnen. Damit das ist aber auch, wie gesagt, da kann man dir, wie gesagt, Bernd ist ja eh, der ein oder andere wird es wissen, ja hier seit einiger Zeit ab und zu als Gast mit dabei und sozusagen supportet hier und das musst du erstmal, wie gesagt, du bist jetzt kein Nachrichtensprecher oder man hat es ja nicht von der Pike auf gelernt, da hier ein Live-Charting zu machen. Das heißt, das muss man jetzt erstmal alles dann in das Setup packen, gleichzeitig zeichnen, reden und auch nachdenken, wenn Fragen kommen. Ich meine, das ist auch nichts, was man so mal hoppla hopp mal eben so locker aus dem Arm schüttelt, wenn man es noch nie gemacht hat. Und insofern eh Respekt, dass du hier dann sozusagen mit uns gemeinsam das erarbeitest, ne? Der Witz ist ja, ich hatte mir das Setup hier aufgeschrieben und nebenbei auf dem Zettel. Nur ich bin jetzt gerade in der Spalte verrutscht. Ja, das auf ist, meinem Hand. Das ist hart, das ist hart. Auf meinem handgeschriebenen Zettel. Ja, da haben wir es wieder. Digitalisierung lässt grüßen. Ja, genau. Schreibst du die Zahlen ab und dann bist du falsch. So sieht das nämlich aus. Du musst aber wissen, in dem Fall ist es aber auch ein bärisches Setup, ne? Gleich, um noch oben einen draufzusetzen. Jetzt macht mich aber jetzt,
Oh mein Gott. Gleich noch. Jetzt Ja, aber das ist ja noch. trotzdem interessant. Ich meine, das Gute ja an der Geschichte ist, jetzt kann der nach oben laufen und dann kannst du diese Saison als in der Ja. Shortseite spielen. Das ist genau der Punkt, wo du sagst, du hast hier So, die Möglichkeit. jetzt machen wir es ganz langsam. Weil Die Bullish, du hast jetzt, Chancen. ich glaube, das hast du jetzt gerade vermischt, nämlich Bullish ist eben Cut Schweizer Franken und Australien oder Dollar Schweizer Franken, allerdings eben nur bis Mitte Februar irgendwie, ja, und dann drehen die eigentlich bärisch. Und genauso ist es beim Euro Schweizer Franken. Der dreht dann, lass den mal jetzt schön erholen, und dann dreht er auch bärisch. Die Frage ist eben, ob der überhaupt jetzt bis, ja, 1,083, 1,084 hochläuft. Das wäre schon eine starke Erholungsbewegung. Aber genauso ist es jetzt. Du hast jetzt die Chance-Risiko-Verhältnisse in der richtigen Ausrichtung und proportionstechnisch eben Ich auch. Passt, Bernd, ist alles super. Gottes Willen. Also ich finde es gut. Wie gesagt, gebt ruhig auch mal Feedback, das wie der Bernd das hier so macht. Also wie gesagt, das ist ja einfach nur, wo man sagt, wir ist tauschen uns hier aus. Bernd, was denkst du, was mir schon alles passiert ist in Webinaren oder auch live irgendwo mal, wenn man einen Vortrag hat oder so. Das ist keine Schande. So, im Gegenteil, es macht es eher sympathisch. Ich meine, könntest du auch wie ein Roboter alles vorklickern und dann war's das. So leben in der Lage. Jetzt hast du das angepasst. Jetzt habe ich mir extra heute im Vormittag die Schweizer Franken, genau die Zahlen habe ich mir aufgeschrieben und dann drehe ich die Sachen. Ja, okay. Aber ich finde es eigentlich, ich Super. finde es jetzt nicht dramatisch, ich finde es, also es ist echt eigentlich ein witziger Aspekt, weil man eben auch nochmal drüber nachdenkt und guckt, hey, kann das so sein? War das nicht bärisch? Und da weiß man einfach, okay, beim nächsten Mal nochmal das ein oder andere nochmal auf den Zettel. Also das habe ich damals auch so gemacht, ich habe auch schon Long und Short verpasst. Oder besser gesagt, nicht verpasst, sondern verwechselt. Das ist mir auch schon passiert. Also um Gottes Willen. Aber grundsätzlich passt das eigentlich gut rein. Lass den jetzt mal ein bisschen erholen. Und wenn der, also ich fände es spannend, wenn er bei 1,080, 1,083, 84 steht, eben hier am 20.02. Und auch da, Bernd, legt dir das gerne mal mit einem Marker in eine Schublade, dass wir den Ja. Euro-Schweizer Franken Ende Februar mal auf die, übrigens, da dürften wir uns ja wiedersehen in der Woche unter Umständen, dass das so läuft, dass wir uns hier in dem Zeitfenster den Euro-Schweizer Franken nochmal genauer angucken. Weil ich, das ist ein Ding, wo ich sage, wenn der charttechnisch in diese Zone reinläuft, dann muss ich sagen, das ist wieder so ein Trade. Also entweder guckst du zu, wie der sich irgendwie schön entwickelt, oder du bist eben dabei. Und in dem Fall würde dir mal super gefallen. Der 20.02. ist ein Donnerstag auch, wo ich sage, ist jetzt nicht leider beim Mittwoch, aber können wir dann am Mittwochswebinar am 19. in dem Fall, können wir den definitiv da mal aufnehmen nochmal. Genau, das wäre die Idee. Perfekt. Ja. So, bis da dann direkt. So wäre es taktisch gut. Ja, ein schöner Pullback an diese Linie, an die rote. Und dann, ja, was ich nur auch sagen wollte, ist, man zeichnet sich vorher die Sachen ein, hier die Parameter von, wenn man sie nicht aufschreibt, sondern direkt einzeichnet. Und dann muss man schauen, wo er halt dann steht, und dann kann man die schön verschieben. Wenn der jetzt wirklich hier oben steht, wenn er hier ranläuft, schönes Risiko. Und dann hat man natürlich die super, ne? Wo haben wir es? Oh, das finde ich immer am schönsten. Ne? Die Zusatzchance. Bis hier unten noch. Ist übrigens deine Erfindung, das finde ich gar nicht schlecht. Die Zusatzchance, die du so benennst, Ja. die ist gar nicht schlecht. Das habe ich so noch gar Ja, nicht das ist gesehen. ja, Ja. das ist, ja, wenn er jetzt so laufen würde, das wäre richtig cool. Das habe ich jetzt echt einen Bock geschossen beim Schweizer. Das Ah, gibt's nicht. wer hat dir nicht die richtigen Böcke wurden 2015 geschossen, Bernd, ja, als die Marke von 1,20 aufgegeben wurde und der Forex-Markt zu eskalieren drohte. Das war ja, da gibt es übrigens, liebe Leute, noch, da sehen wir es im Meinst Chart. diese Kerze Ich meine diese hier? Kerze, das ist übrigens kein Datenfehler oder irgendeine, wie soll man sagen, eine Ich weiß. Fantasiekerze, sondern da war ich live dabei, als am Morgen des 15. Januars buchstäblich der Markt eskalierte. Ich dachte wirklich, hier läuft irgendwas massiv schief. Da gibt es übrigens noch auf YouTube ein Devisenradar-Video zu. Hat mittlerweile auch, glaube ich, 1.500, 2.000 Klicks. Also ganz anständig, wobei ein guter Goldclip das bei uns jetzt auch mittlerweile kriegt. Also erstmal darauf vielen Dank an alle YouTube-Follower. Aber grundsätzlich heftige Situation. Also das war schon schwarzer Schwan hoch drei. Wobei man annehmen durfte, dass die SNB, also die Schweizer Nationalbank, das auch nicht
noch weitere Jahre hätte durchhalten können. Und dann ganz kurz hat der Markt eigentlich nur das gemacht, was überfällig war, weil hier wurde der Markt über Jahre hinweg künstlich stabilisiert und dann wurde innerhalb von wenigen Minuten die Luft rausgelassen, die sich hätte eigentlich über mehrere Jahre rauslassen sollen. Okay, jetzt haben wir schon 16:06 Uhr, Bernd, wir sind schon over the Einen road. habe ich noch, ich weiß, Aha. aber ich wollte dir noch im Euro-US-Dollar das Gap zeigen, was Stimmt, du noch hast das vom offen Juli geschrieben. Ja, ich erinnere mich. Wo warst ist. du im Juli? Ja, also ich meine, 90 bis 95% der Gaps werden in der ersten Woche direkt geschlossen, ne? So ist Die es anderen so. 5, die anderen 5% nach 3 Jahren. Guck, hier unten ist noch eins offen. Na super, das ist, aber das ist ein gutes Beispiel, wenn man jetzt sagt, Mensch, so ein Gap muss geschlossen werden. Ich gehe jetzt hier da an dem Beispiel zum Beispiel Short Irgendwann. und spekuliere drauf. Dann hätte man jetzt ja so eine Schieflage, die man, ja, das ohne viele Worte. Ja, Das hätte auch der Swap nicht ausgeglichen. aber irgendwann werden sie alle geschlossen. Ja, bei Währungspaaren schon. Das ist nicht wie bei einer Apple-Aktie oder so, die irgendwann mal bei einem Dollar startet und dann irgendwann Richtung 1000 läuft. Bei Währungspaaren hast du tatsächlich so einen Oszillationseffekt und per se pendeln die ja oder oszillieren viel mehr. Aber ich meine, so richtig starke Trendphasen, gerade in Währung. Aber das ist eine interessante Marke. Halten wir uns mal fest, Bernd. Den Alles Schritt vom klar. Euro-Dollar können wir lang genug halten. Ich überlege in der Tat, hier wieder mal einen mittelfristigen Short zu starten, wobei ich hätte den so um 1,50 aufladen sollen, aber hätte Fahrradkette. Grundsätzlich sieht das jetzt, ihr seht ja den Euro-US-Dollar, das ist ja ein Trauerspiel seit 2000, ich sag mal Mitte 2018 irgendwo. Das ist ja schrecklich, was Wahnsinn. für kleine Zuckerler der da macht. Aber wenn du den Trade, das haben wir ja letztes Jahr auch gemacht, über Wochen, Monate Short hältst, dann hast du auch einen dreistelligen Gewinn in Anführungszeichen, nur weil du eben Swaps kassiert hast. Und das ist ja schon mal anständig. Und das eben auch hier in der Situation noch zu sagen, Swaps sind ein schöner Nebeneffekt. Das ist natürlich im Trading nicht das Ziel, wenn man auf Pips abzielt oder Rendite mit eben, sage ich mal, Ausbrüchen und charttechnischen Bewegungen. Aber wenn man eben positive Swaps hat, dann kriegt man Zinsgutschriften. Das ist beim Gold-Short oder beim Euro-Dollar-Short der Fall. Oder jetzt bei meinen Schweizer Franken-Paaren. Wenn ich die sozusagen long gehe, habe ich da auch einen Vorteil. Austrade oder Schweizer Franken zum Beispiel. Aber Bernd, ich danke dir wieder für deine Zeit. Um Gottes Willen, wegen dem kleinen Fauxpas hier in Sachen Euro, Schweizer Franken. Ich fand es sympathisch. Wir haben den Fehler sozusagen ausgemerzt. Passt für mein Dafürhalten absolut. Und insofern würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Woche. Wir schließen uns eh weiter kurz, Bernd. Liebe Leute, ihr seid Alles aufgerufen, klar. auch gern Kommentare in Guidance unter dem Video und wo auch immer abzugeben. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bernd, wie gesagt, danke dir für deine Zeit und in dem Sinne. Ciao, ciao. Hallo? Alle weg. Nee, ich bin noch da. Webinar zur Notenbank, Ach sagt man das so. ja heute Abend. Jetzt hatten wir mal einen kleinen Haker in der Leitung. Aber soll es nicht drum gehen. Schönen Feierabend. Eventuell bis Dann hören morgen wir uns heute Abend. Ciao, oder ciao. heute Abend. Servus. Genau. Ciao, ciao.